Mein Name ist Axel Höfkes, ich bin Application Engineer bei Hyfa Germany und ich bin hier an dem neuen Kranlinie, dem Hyfa Crane HC233. Die neue Kranserie lässt sich sehr einfach installieren. Und die Stabilitätsprüfung ist einfach zu handhaben für uns und das macht es extrem sicher für den Anwender und auch für uns, dies zu tun. Durch das große Bediener-Display, was wir hier sehen, lässt sich im Endeffekt alles Wichtige an Informationen sowohl für den Anwender als auch für uns Techniker nachvollziehen, alle Fehler, die auftreten können, alle Parametereinstellungen und alle Gewichte können wir hier einstellen. Das Dynamic Load Diagram zeigt uns im Endeffekt nach dem Abstützen des Fahrzeuges, ob wir die Last an dem Punkt heben können, bevor wir den Kran aushalten. Dies verkürzt die Rüstzeit, sodass wir im Vorfeld checken können, ob es möglich ist. Die Funktion von dem automatischen Zusammenfalten und Auseinanderfalten macht es für den Anwender sehr einfach und verringert Fehlbedienungen, indem man mit einem Hebel einfach den Kran komplett entfalten kann. Schönen guten Tag, mein Name ist Heiko Holkrewe, Firma DTS Containers Handels GmbH. Ich bin der Betriebsinhaber und habe seit 10 Jahren Kranzüge. Unsere Hauptaufgabe, wo wir die Kräne für einsetzen, ist für die Baustellenbelieferung sowohl als auch für die Maschinentransporte. Seit Kürzen haben wir in unserem Unternehmen auch Hyfa-Kräne, HC233. Wir sind da sehr gut mit zufrieden, funktioniert einwandfrei. Für uns ist sehr wichtig die Flexibilität der Kräne, damit wir kleine sowohl als auch große und schwere Sachen transportieren bzw. laden und abladen können. Für uns war sehr wichtig die Bedienerfreundlichkeit, das Handling aufgrund der großen Fernbedienung, da wir sämtliche relevanten Daten, was das Arbeiten angeht, sehr schnell und einfach für uns sichtbar gemacht haben.